Na, seid ihr auch so am Frieren wie ich? Dann wird Zeit für ein paar Aufwärmübungen. Diesmal nehmen wir uns den Bunnyhop 360 vor. Alles, was ihr dafür braucht, ist etwas ebene Fläche, euer Fahrrad, anständige Bunnyhops und 180 solltet ihr schon gelernt haben. 360 Bunnyhops sind ähnlich wie 180 Bunnyhops. Vor dem Absprung leitet man durch Kurve fahren die Drehung ein. Um einen vollen 360 Bunnyhop zu schaffen, sollte man etwas höhere Bunnyhops machen und sich etwas schneller drehen als beim 180. Logisch erscheint hier, wer höher springen kann, muss sich weniger schnell drehen. Für eine saubere Ausführung sollte man also einen Mix aus Sprungkraft und Technik beherrschen. Man kann den 360 Bunnyhop auch so analysieren. Es ist eigentlich ein 180 plus ein 180. Man sollte sich also genügend Flugzeit schaffen, um nach 180 Grad sich noch weitere 180 Grad drehen zu können. Zusätzlich zum schnelleren Andrehen des Tricks und höheren Springen des Bunnyhops scheint hier also die richtige Technik zu sein, das Rad nach den ersten 180 Grad an sich ranzuziehen, um so Platz zu schaffen für die folgenden 180 Grad. Also nochmal langsam. Schritt 1, andrehen. Schritt 2, abspringen. Schritt 3, Rad an sich ranziehen, um so Platz für den Rest der Drehung zu schaffen. Schritt 4, hoffen, man hat sich an die 360 Grad gedreht und dann landen. Einer der wichtigsten Faktoren zum Gelingen dieses Tricks ist, wie immer, Drehungen aller Art werden nur durchgeführt, indem man auch in die Richtung guckt, in die man sich drehen möchte. Also stets beim 360 über die richtige Schulter gucken, damit die Drehung gelingt. Am Anfang werdet ihr mit Sicherheit Probleme haben, eure Sprungkraft richtig einzusetzen. Hilfreich kann da sein, den Trick erstmal von einer Bordsteinkante oder einer leichten Erhöhung herunter zu probieren. Das erhöht die Flugzeit ein wenig. Das ist auf jeden Fall im Winter genau der richtige Trick, um sich aufzuwärmen und etwas Muskelkater zu bekommen. Also sucht euch nach Möglichkeit eine trockene, ebene Fläche und los geht's. Für weitere Fahrschul- oder auch Werkstattvideos besucht unseren YouTube-Kanal. Checkt auch immer mal wieder unsere Website www.sibmx.de. Und für zusätzliche Produktupdates und Videos unserer Teamfahrer folgt uns auf Facebook und Instagram.